Wolfgang Zingel von den Grünen. Wenn die Kernaufgaben des ORF nicht erfüllt werden, der öffentlich-rechtliche Auftrag nicht eingelöst wird und wenn das vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt wird, genauso wie vom Bundeskommunikationssenat, dann ist auch seitens des Parlaments Handlungsbedarf. Das kann entweder so aussehen, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag korrigiert wird oder dass entsprechende Korrekturmaßnahmen gesetzt werden. Das ist ein Handlungsbedarf. Und der zweite Handlungsbedarf besteht sicher in der nach wie vor bestehenden Möglichkeit des politischen Einflusses durch die Regierungsfraktionen. Und Kollege Czab, du kannst dich erinnern, als ich noch Stiftungsrat war, wir haben diese Dinge diskutiert. Politische Einflussnahmen gibt es, hat es immer gegeben. Und wir können sie wahrscheinlich nur asymptotisch schmälern, aber diese Aufgabe haben wir allemal und ich glaube, es ist fast zynisch zu behaupten, dass dieses Thema erledigt ist. Aber deswegen den ORF in Frage zu stellen, das ist sicher nicht sinnvoll. Der Kollege Alm sagt, wir wollen den ORF nicht töten. Aber im Positionspapier der NEOS zum ORF auf Seite 2 drohen die NEOS definitiv mit der Privatisierung, wenn sich die Kernaufgaben nicht schärfen lassen. Und ich glaube auch, dass die Strategie der Beendigung von Rundfunkgebühren genau in diese Richtung zielt. Wir haben doch in Wirklichkeit hier die Möglichkeit des Finanzierens, die alternativ von den NEOS durchs Budget abgedeckt werden soll. Jetzt frage ich ganz ehrlich, wie schaut das aus? Also wird das Budget dann erhöht um diesen Betrag oder wem wird das Geld weggenommen? Das kann man natürlich immer bei allen Sachen sagen, die man ändern möchte. Aber da geht es schon um einen ordentlichen Beitrag. Und ich sage jetzt nur mal diesen kleinen Bereich der Kultur. Das Filmbudget, das der ORF ausgibt, der Minister hat es ja auch schon gesagt, ist in der Produktion 100 Millionen Euro. Wenn das Kulturbudget um 100 Millionen Euro erhöht werden würde, naja, dann könnte man ja darüber reden. Aber eines muss uns schon klar sein, die Oberhoheit über das Budget ist bei den Regierungsfraktionen, natürlich am Schluss beim Parlament, aber in der Praxis bei den Regierungsfraktionen, bei der Regierung. Und das heißt, der ORF wird ja dann noch viel mehr von der Regierung bestimmt. Und das wollen wir doch sicher nicht. Und ist es nicht so, dass der Neoliberalismus weltweit immer das gleiche Prinzip verfolgt? Ja, auf der einen Seite, der Staat soll sich auf die Kernaufgaben konzentrieren, gleichzeitig sollen die Steuern gesenkt werden, dann kann er die Kernaufgaben nicht mehr erfüllen, dann müssen die Kernaufgaben weiter gesenkt werden, bis hin zur Privatisierung von allem und jedem. Und genau das haben wir ja beim ORF auch. Sie wollen auf der einen Seite staatlich die Steuern senken, sie wollen aber gleichzeitig den Kernauftrag des ORF reduzieren, dann übernimmt der Staat die Aufgaben sozusagen der Finanzierung, dann ist zu wenig Geld da bis hin zu einer Privatisierung des ORF und das spielen wir sicher nicht mit, weil wir die Folgen dieses Neoliberalismus ja weltweit beobachten können. Und jetzt noch ein letztes zur Marktverzerrung. Ja, sicher, der ORF ist in gewisser Weise Marktverzerrend, das ist ja gar keine Frage, das kann man schon auch beobachten. Aber er ist ja eine kulturelle Säule, das sagen ja die Neos selbst. Ja. Und wenn der Kollege Alm sämtliche Anträge zum ORF im Kulturausschuss einbringt, dann bekennt er sich ja fast dazu. Und Kulturausgaben sind immer marktverzerrend. Ja. Das ist ja fast trivial. Oder wollen Sie die Kultur auch auf Ihren Kernauftrag reduzieren, dann glaube ich, kann man das Kulturbudget streichen. Kultur ist ein meritorisches Gut, so nennt man das. Also das übernimmt, es werden Aufgaben übernommen, die am Markt nicht übernommen werden. Der ORF übernimmt solche Aufgaben auch und wir spielen alle möglichen Detailkorrekturen mit, die auch in diesem Paper vernünftig vorgeschlagen werden. Aber für Privatisierungsstrategien sind wir sicher nicht zu haben. Danke. Wer statt der Gebührenfinanzierung ein von der Regierung festgelegtes und dem Nationalrat zu beschließendes Fixbudget fordert, wie das die NEOS tun, der öffnet dem politischen Einfluss noch weiter die Tür, sagte der grüne Zingel.